Ich glaube, das ist aber harter Tobak. Christoph, 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo? Hallo Christoph. Ja, also hallo Domian, erstmal schönen guten Abend. Ja. Ich habe eine Lüge begangen, die mein Leben und das Leben eines anderen zerstört hat. Mhm. Also vor einem halben Jahr circa. Ja. Also ich hatte eine Freundin und waren 8 Monate zusammen. Mhm. Es war eigentlich alles toll, bis ich auf einmal nebenbei eine Affäre begonnen habe. Mhm. Aus welchem Grund ich die begangen habe, das weiß ich bis heute nicht. Mhm. Ihr wart 8 Monate zusammen, sagst du? In welchem Monat hast du mit der Affäre angefangen? Dass die, ja, im 7., also die war knapp 4 Wochen lang, die Affäre. Ja. Mhm. Und eines Tages, da fragt sie mich, ob, ja, es war an diesem 5. Mai, wo es passiert ist, wo ich gleich zukomme. 5. Mai, Alter. Fragt sie mich, ob ich mit in die Disco fahren will. Da sag ich so, nee, weil das war für mich dann quasi die Gelegenheit, nochmal bei meiner Affäre vorbeizuschauen. Bin ich dann dahin gefahren. Ja, ich stotter ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös. Weil ich habe damit noch keinen drüber gesprochen. So, als ich dann nachts bei meiner Affäre war, rief sie mich an, ob ich sie nicht aus der Disco abholen könnte. Sie hätte getrunken und könnte nicht mehr fahren. Mhm. Und ich habe einfach, ich habe Nein gesagt, ich wäre mit einem Kumpel unterwegs, ich könnte nicht. Mhm. Tja, und in der Nacht ist sie tödlich verunglückt. Weil sie hat zu viel getrunken, ist von der Straße abgekommen und... Ist dann selbst doch gefahren? Ist selber gefahren, mhm. Ja. Ist dann verunglückt. Mhm. Und ich habe damit bisher mit keinem drüber sprechen können, weil mein Freundeskreis würde mich quasi lynchen, wenn ich das erzählen würde, weil sie war, war ein Freundeskreis, meine Kumpels und meine Freundin war da mittendrin. Weiß denn niemand etwas von der Affäre? Gar keiner. Gar keiner. Und sie hat das damals auch nicht geahnt, dass da was im Busch ist? Nee, es lief eigentlich alles prima bei uns. Mhm. Du hast einfach nur nebenher jemanden noch gehabt. Ja. Aus reiner Sexgier. Das war kein Gefühl im Spiel, das war einfach normaler Sex. Ja. Und ich gebe mir jetzt die Schuld dafür, Also schwer, weiß ich nicht, wie seht ihr das, Chat? Also auf der einen Seite kreist es kann, dass er erstmal fremd geht und die Frau, Freundin und sie nicht abholt. Auf der anderen Seite, sie ist besoffen ins Auto gestiegen, hätte sie einfach ein Taxi nehmen können oder sonst irgendwas. Es ist schwer, es ist wirklich schwer, da zu urteilen. Gerade wer, ich meine, an sich ja auch selber schuld. Sie hat ja auch damit Menschenleben gefährdet, dass sie besoffen Auto gefahren ist. Ja, aber zum Teil trifft ja die Schuld. Erstmal ist er fremdgegangen, was ja an sich eklig ist. Und zweitens ist es ja noch so, er hätte sie ja abholen können, weißt du? Es ist irgendwie so, eine ganz eklige Situation. Geholt oder hätte die Affäre gar nicht gehabt, dann wäre das gar nicht passiert. Ja, ja, es ist ja doppelt. Es ist ja alles doppelt verstrickt. Einmal die Lüge, dass du die Affäre hattest. Mhm. Und dann, dass du in der Situation dann ja auch noch gelogen hast. Du hättest sie abholen können. Ja, sicher. Du warst aber bei einer Frau und hattest mit der Frau Sex. Mhm. Ja, ich komme damit überhaupt nicht mehr klar. Ich kann mit keinem Menschen drüber reden. Mhm. Mhm. Selbst meine Eltern wissen nicht davon. Das war am 5. Mai, sagst du? Am 5. Mai diesen Jahres. Dann hast du aber einen grauenhaften Sommer hinter dir. Ja, das Wetter war schön, meine Gefühlslage war stürmisch, sag ich mal. Mhm. Also es ist ja alles doppelt schlimm. Es ist ja grauenhaft, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Und dann auch noch in dieser Konstellation und mit diesem schlechten Gewissen. Ja, wir wollten sogar zusammenziehen und ich war auch eigentlich kurz davor, die Affäre zu beenden. Das wäre eigentlich quasi, sag ich jetzt mal, die Abschiedsnacht gewesen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ja, ich gebe mir da die Schuld für, ganz einfach. Und ja. Ich bin da total am Ende. Ich bin auch zur Zeit arbeitslos. Ich kann mich tagsüber nicht ablenken. Ich hänge nur zu Hause rum. Habe eigentlich gar keine Ablenkung, was mich mal vielleicht mal für ein paar Stunden nicht an sie denken lässt. Wie hast du es denn dann erfahren, dass sie tödlich verunglückt ist? Wann hast du es erfahren? Am nächsten Mittag hat mich die Mutter von ihr angerufen. Mhm. Also sie ist von der Straße abgekommen, hat ein bisschen geregnet in der Nacht. Mhm. Und sie war auch sofort tot. Mhm. Und kannst du dich, die Situation, als sie dich angerufen hat, das war tiefe Nacht irgendwo. Mhm. Ja, es war wie was, als...
Was war da? Hattest du da schon Sex mit der anderen? Warst du mittendrin? Wart ihr schon fertig? Wir lagen zusammen im Bett, wir waren schon fertig, ja. Da hast du mir gesagt, ich bin mit dem Kumpel und kann nicht. Ich bin mit dem Kumpel unterwegs, aber wir wären was weiter weg, dass ich so frühestens erst in 2-3 Stunden abholen könnte, und das wird sich halt auch nicht lohnen. Das ist eine schwere Schuld. Das ist eine sehr schwere Schuld, ja. Also, wobei hier für mich noch viel schwerer wiegt, diese Lüge, sie nicht abgeholt zu haben, als denn die Lüge, dass du eine Affäre noch hattest. Ja, also, wenn es eine Sache gäbe in meinem Leben, die ich rückgängig machen das glaub ich dir. Wollte. Das glaube ich dir. Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gehst du seit Monaten mit dieser schweren Schuld alleine durchs Leben? Vielleicht hast du dich auch umgebracht, das glaube ich nicht. Wenn du halt bis auf ein Auto fährst, das kann sehr schnell gehen, dass du halt stirbst, ne? Ja, es ist grauenhaft. Mhm. Ich gehe gar nicht mehr weg, ich unternehme gar nichts mehr. Mhm. Ich war eigentlich früher ein sehr unternehmungslustiger Mensch. Ja. Und ja. Ich habe viel Sport gemacht. Wie hast du das denn? Ich frage dich jetzt so heftig bezogen beispielsweise auf die Beerdigung. Oh, und ich sehe dich immer in einer ungeheuren Doppelbelastung. Einmal die Trauer um den geliebten Menschen und das schwere Schuldgefühl. Wie hast du diese Beerdigung überstanden? Das war der absolute Horror. Weil zu der Beerdigung ging erst der Gottesdienst. Den hat ein guter Freund mitgehalten. Weil ich war zu fertig, ich konnte da und ich wollte auch nichts sagen, weil so schwierig war. Der hat ihn gehalten, der hat quasi hat über alles gesprochen, was wir zusammen erlebt haben. Sie war ein toller Mensch. Sie war wirklich ein toller Mensch. Also ich hätte sie, also obwohl wir 8 Monate zusammen erst waren, ich hätte sie auf dem Fleckweg geheiratet, sag ich mal. Das war und dann nachher das Schlimmste war, wie ich an ihrem Grab und gegenüber den Eltern stand. Das war das Allerschlimmste. Hast du zu den Eltern heute Kontakt noch? War sehr wenig. Ich habe mich ziemlich zurückgezogen. Ja. Die sind zu dir wahrscheinlich noch sehr freundlich. Ja, sicher. Und die wären natürlich nicht mehr freundlich, wenn die wüssten, was da im Hintergrund. Wenn ich dem Vater oder der Mutter halt mal gegenüberstehe, ich fühle mich richtig schmutzig. Mhm. Wirklich. Mhm. Also Christoph, das ist eine, wie ich das gerade schon sagte, eine ungeheuer schwere Schuld, die auf dir lastet. Es ist jetzt die Frage, wie du mit dieser Schuld leben wirst können und wie du damit umgehen wirst können. Und ich finde schon mal gut, dass du diese Sendung hier nutzt und einfach mal jemanden anrufst, einen völlig fremden, dir neutralen Menschen. Ja, das ist der erste Schritt, um in irgendeiner Weise mit dieser Schuld zu ringen, zu kämpfen. Ja. Du wolltest was sagen? Ja, ich habe ihn angerufen, weil ich mit keinem Menschen darüber reden kann. Das ist schon eine ziemlich, ziemlich harte Story, ne? Max, schreibt nochmal, dann gucke ich ihn vielleicht morgen an. Worum geht's gerade? Domian Christoph 21 belog Freundin, die daraufhin starb, während er fremd ging. Das verstanden, ja, ist mir schon klar. Mhm. Meine Freunde würden mich auf gut Deutsch mit dem Arsch nicht mehr angucken. Mhm. Mhm. Genauso wie es meine Eltern tun würden, wenn ich. Die wissen das ja auch nicht. Mhm. Dir ist klar, dass ich, das habe ich ja jetzt auch nicht getan, dass ich dich nicht freisprechen kann von dieser Schuld. Ich kann doch diese Schuld nicht relativieren. Das kann niemand. Nein, das kann man nicht. Das ist so eindeutig, da gibt es nichts dran zu rütteln. Dennoch sollten wir darüber nachdenken, wie das jetzt für dich weitergehen wird. Wieder zurückzugehen in dieses Schweigen, in dem du jetzt mehrere Monate warst, ist nicht die Lösung. Dir das Leben zu nehmen, ist auch nicht die Lösung. Da habe ich auch ganz ehrlich nicht drüber nachgedacht, also mir selber das Leben zu nehmen. Ja, da bin ich schon mal beruhigt. Weil das könnte einen ja auch dahin führen, dass man so erdrückt ist von dem. Ja, es ist erstmal, dass ich in dem Video jetzt auch in den Kommentaren sehe, dass die Leute nicht so konform sind mit dem, was Domian sagt. Was man zu verantworten hat. Ich war immer einer, der sich wenn ich Probleme hatte, der sich auch den Sachen gestellt hat. Mhm. Nur das war halt nicht so extrem. Das ist ein Extremfall, sag ich. Es ist ein Extremfall. Ich möchte dich fragen, ob du hast du eine kirchliche, eine religiöse Bindung? Eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gut, dann fällt das schon mal flach. Also sag mal, ich glaube sicherlich an Gott, aber selbst so mit Kirche habe ich nicht so am Hut. Dann würde ich
dir sehr dringend empfehlen, Christoph. Und wir werden dir gerne behilflich sein, gleich noch ein bisschen, dass du dir in Form, ich hatte gerade zuerst an einen Pastor gedacht, mit dem du ein Gespräch suchst, aber wenn du die Verbindung innerlich nicht hast, ist das Unsinn, dann geht das nicht. Dann finde ich, dass du auf der Ebene der Psychotherapie jemanden suchen solltest, der für dich ein Ansprechpartner ist, mit dem du über diese Schuld redest und mit dem du diese Schuld bearbeitest, soweit das möglich ist. Du brauchst einen Ansprechpartner. Ich bin jetzt dein erster Ansprechpartner und ich glaube, dass es letztendlich dir schon ein bisschen gut tut, darüber zu sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Du weißt, dass ich hier im Hintergrund immer einen Psychologen habe. Ja, ich habe das ein paar Mal schon geguckt. Ja. Ich habe noch nicht so oft geguckt, die Sendung, wenn ich ehrlich bin. Also das ist heute auch so. Ich habe einen Diplompsychologen hier, das ist der Peter. Mhm. Mit dem möchte ich, dass du jetzt weitersprichst. Ja. Das ist natürlich jetzt erstmal nur so eine erste kleine Hilfeaktion. Mehr können wir hier nicht bieten. Es muss darauf hinaus. Wurde nicht geteilt, WK, glaube ich. Auslaufen, dann wird der Peter dir auch die entsprechenden Tipps geben, dass du dir in deiner Umgebung einen Therapeuten suchst, mit dem du über deine Schuld sprichst. Und ja, das wäre wahrscheinlich besser, weil, wie gesagt, meinen Freunden und so kann ich nicht erzählen. Genau. Dass du es dann auch erstmal quasi geheim hältst in diesem Therapeutenverhältnis, du und der Therapeut. Und daraus wird dann irgendetwas nach einer gewissen Zeit entstehen und erwachsen. Mhm. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Ja. Und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Ja, ich danke dir schon mal ganz herzlich, dass du mir zugehört hast. Ja. Du bist der erste Mensch, der es weiß. Ja. Alles Gute, Christoph. Cornelius, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Cornelius. Domian, ich muss dich jetzt mal kritisieren. Bitte. Bei dem ganzen Lob, was... Oh, circa 20 Minuten später. ...was du immer kriegst. Und zwar ging es um den Anrufer eben, der sich dazu geäußert hat, dass seine Freundin natürlich verunglückt ist, während er sie betrogen hat. Ja. Das ist natürlich eine extrem krasse Situation. Dass die Lügerei, dieses Betrügen scheiße ist, brauchen wir nicht zu bereden. Aber du hast zweimal oder dreimal gesagt, dass er eine schwere Schuld tragen würde. Das hat mich geärgert, weil ich finde... diese Frau, die Freundin, die ist in der Diskothek, die trinkt und die setzt sich betrunken ins Auto und fährt. Und es ist super tragisch und verunglückt tödlich. Das ist ihre Verantwortung. Ja. Und er trägt dafür nicht die Verantwortung. Er hat eine super beschissene Situation. Er hat die Verantwortung nicht übernommen, weil er sie hätte abholen können und so weiter. Aber da äußert sich jemand nach Monaten zum ersten Mal, offenbart sich, vertraut sich dir an und ist offensichtlich voller Schuldgefühle. Ja. Würdest du sagen, du sprichst ihn schuldig, das fand ich zu hart. Ja. Würdest du denn sagen, gehst du so weit und sagst, er ist schuldlos? Nein, aber ich weiß nicht, ob die Frage der Schuld so jetzt im Vordergrund stehen muss. Ja, aber die bedrückt ihn ja so. Ja, aber er ist nicht verantwortlich dafür, dass seine Freundin sich ins Auto setzt und tödlich verunglückt. Nee, aber er hätte es verhindern können. Er hätte es verhindern können, indem er gesagt hätte, ja okay Mädel, ich komme vorbei. Sie hat natürlich auch eine Schuld, indem sie es gemacht hat, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ja. Aber wenn er gesagt hätte, ja, ich komme, wie man es eigentlich macht, dann wäre es nicht passiert. Wäre es nicht passiert. Dann wäre es nicht Und das passiert. Ist das Bedrückende für ihn, was man ja nicht schönreden darf. Nee, ich will es auch gar nicht schönreden. Ich fand es an der Stelle nur, es ist klar, du hast einen harten Job, aber ich fand es an der Stelle nur zu unsensibel, zu sagen, du trägst eine schwere Schuld. Cornelia. Ich finde, das sollte er für sich irgendwie selber erstmal rausfinden. Das hat er, glaube ich, schon rausgefunden. Ich will dir was sagen. Ich bin wirklich ein großer Gegner davon, auch noch die klarste Sache, wenn sie negativ ist, in irgendeiner Weise zu beschönigen. Ich finde, dass es wichtig ist, auch negative Sachen klar auszusprechen. Ich auch. Ich glaube, dass man auch dann erst perspektivisch damit leben kann. Dass das auch der erste Schritt wiederum ins Leben für den Betroffenen ist, indem er erstmal das anerkennt und sagt, ja, ich bin schuldig. Das andere ist ein langer Weg, den er wahrscheinlich dann mit einem Therapeuten zusammen gehen muss. Ja, aber für mich sind zwei verschiedene Dinge. Er hätte das verhindern können, wenn er die Verantwortung für die Freundin übernommen hätte. Mhm. Ja? Unabhängig von der Betrügerei im Hintergrund, das ist sekundär an der Stelle. Aber er ist nicht schuldig am Tod seiner Freundin. Das sind für mich zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die man da, glaube ich, bei so einem Schicksal irgendwie auseinanderhalten muss, damit der jetzt auch eine Chance hat, damit weiterzuleben. Das war es eigentlich nur, was ich dazu sagen wollte. Ja. Aber es dreht sich natürlich immer sofort der Gedanke auf, die Freundin würde leben, hätte er sich anders verhalten. Das stimmt.
Und dann, das stimmt, aber und das dann, heißt nicht, dass er Schuld daran trägt. Ja? Ich meine, an der Stelle kann man einfach nur mal sagen, ja, am Ende sind wir alle verantwortlich für uns selber. Ja. Und wenn wir so sind, dass wir irgendwie in der Diskothek sind und trinken und Auto fahren, dann machen wir einen riesen Fehler. Es zeigt sich in so einer Geschichte. Ich will dir kurz noch was sagen. Moral, aber ist so. Ja, ich will ganz kurz noch was sagen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich habe den Eindruck, Cornelius, dass wir in unserer Zeit, in der wir leben, dass es auch nicht, dass es, ich will mal fast sagen, nicht modern ist, nicht angesagt ist, Schuld, welcher Art auch immer, beim Namen zu nennen und zu sagen, ja, ich trage diese Schuld. Mhm. Ist es nicht ein Zeichen unserer Zeit, dass man alles irgendwie noch wieder psychologisch hinbiegt und sagt, naja, so und so und so und so? Nee, ich bin sehr dafür, Leute schuldig zu sprechen, wenn es um Schuld geht. Ja. Ganz klar, das muss so sein. Ja, da bin ich Moralist. Ja. Aber in dem Fall habe ich ein komisches Gefühl gehabt und habe gedacht, da ist jemand, der macht sich auf und der braucht einen anderen Support, als er in dem Moment bekommen hat. Ja. Das wollte ich einfach nur nochmal gegen. Ist auch gut. Ja, ich finde ja auch in Ordnung, dass eine andere differenziertere. Das allererste Mal, dass jemand Domian argumentativ auseinandergenommen hat, glaube ich, seit ich das an mir anhöre. Man muss auch sagen, dass Domian echt nicht so stark argumentiert und vielleicht auch ein bisschen voreilige Schlüsse gezogen. Fand ich auch dann gut und ich finde auch gut, dass Domian auch dann nochmal zurückrudert und so. Und starke Anrufe, finde ich. Sehr, sehr stark argumentiert. Sichtweise noch. Gut, dass du durchgekommen bist und uns hast auch noch sagen können. Alles klar. Lass uns den Schluss machen. Ja, danke dir. Cornelius, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte gerne jetzt etwas zur gestrigen Sendung sagen. Einen Tag später. Gestern gab es hier einen sehr, für mich auch sehr bewegenden Anruf und ein bewegendes Gespräch von Christoph. Ich fasse noch mal kurz zusammen, um was es ging. Christoph, 21 Jahre alt. Christoph hatte neben seiner Freundin eine Affäre und es gab dann die Situation, dass er in einer Nacht, einer Samstagnacht, mit der Affäre unterwegs war oder bei der Affäre war, doch dabei der Affäre geschlafen hat, dass sie Sex miteinander hatten. Dann hat seine Freundin ihn angerufen. Die Freundin war in einer Disco. Und die Freundin hat ihn gebeten, hol mich bitte ab, weil ich Alkohol getrunken habe. Er hat sie angelogen. Er hat gesagt, er konnte nicht, er sei unterwegs mit Kumpels und so weiter. Daraufhin ist die Freundin alleine gefahren, selbst gefahren und ist tödlich verunglückt. Soweit die Geschichte. Ich bin gestern mit dem Christoph sehr hart ins Gericht gegangen und habe hart geurteilt. Weil ich die Geschichte schon sehr schockierend finde und mich das sehr ergriffen hat, was er erzählt hat und was da passiert ist. Dann gab es aber gestern noch einen Anrufer am Ende der Sendung, der mir zu denken gegeben hat. Und der hat mir sehr zu denken gegeben. So sehr, dass ich heute, was ich sehr selten mache, den Christoph privat am Nachmittag nochmal angerufen habe. Denn ich finde, dass ich gestern einen Fehler gemacht habe. Ich finde, dass man diese ganze Geschichte differenzierter beurteilen muss. Ich sehe nach wie vor, dass Christoph eine hohe moralische Schuld trägt an dem, was geschehen ist. Aber, und das ist gestern im Eifer der Emotionen nicht thematisiert worden, und ich finde, das muss man sehr wohl thematisieren, man muss sich auch klar machen, dass die Freundin eine eigenverantwortliche Person war, dass sie sich betrunken ans Steuer gesetzt hat und dass sie somit die direkte Verantwortung trägt für sich selbst und auch die direkte Schuld trägt am Tod, am tödlichen Ausgang dieses Unfalls. Ich habe heute, wie gesagt, mit dem Christoph nochmal gesprochen, ihm auch gesagt, dass mir das leid tut, dass ich das gestern nicht in dieser Form differenziert mit ihm besprochen habe. Mir ist es ein Anliegen gewesen, ihm das nochmal zu sagen. Und es war mir auch ein Anliegen, euch das nochmal zu sagen, weil wir auch auf diesen Fall sehr viele Rückmeldungen, sehr viele Mails. Krass. Einfach krass. Geil, geil, geil. Also wirklich, großen Respekt an Domian, dass man da nochmal so zurückrudert und das nochmal eingesteht. Krass, der Anrufer, der danach nochmal gesagt hat, ey, hier, das finde ich nicht korrekt und brutale Story. Schuld liegt auch bei mir, in meinen Augen bei der Freundin, die sich betrunken ins Auto setzt. Das Problem ist trotzdem, wie schon Domian sagt, die Moral. Dass man eine andere bumst, wo die Freundin fragt, wann abgeholt werden soll oder kann. Und so weiter und so fort. Ja. Krass. Ziemlich, ziemlich krass.